Herzlich willkommen bei Festis Indie Check. Heute möchte ich euch das Spiel Spelunky vorstellen, welches ich in meinem User-Artikel bei Gamers Global schon vorgestellt habe. Ich hoffe natürlich, ihr habt den Artikel gelesen, da ich dieses Video nur unterstützend zu diesem Artikel veröffentliche, da ich eigentlich nicht besonders gut darin bin, Videos zu machen. Also, das hier ist unser kleiner Spelunker. Und ich habe jetzt einfach mal ein Level gestartet, um es euch mal zu zeigen. So, ich gehe mal ein bisschen weiter. Wie ihr sicherlich gelesen habt, sind die Levels zufällig generiert. Und ich weiß grundsätzlich, was auf mich wartet. Allerdings nicht das genaue Level-Design. Von daher, naja, ich zeige es euch mal. So. Verdammt. So, ich habe hier übrigens meine kleine Peitsche. Ich kann springen. Ah, ein Stein. Wie ihr sicherlich gelesen habt, unser bester Freund. Wie ihr seht, seht ihr auch warum. Und zack. Und die Spinne. Ah! Ah! Okay. Okay, ja, ich bin gestorben. Das ist nichts Neues bei Spelunky. Ich habe jetzt gerade gelernt, man sollte Spinnen nicht mit Steinen beschmeißen. Und weiter geht's. So, wie ihr seht, Level neu generiert. Wieder was völlig anderes. So. Ha. Eine Jungfrauennot. Ob ich da hinkomme? Naja, wir werden sehen. Ich habe jetzt erstmal hier einen Schädel mitgenommen, um ihn als Wurfgeschoss zu benutzen. Um zum Beispiel, das hier drüber mir ist eine Falle. Zack. Ihr seht, Falle ausgelöst. Kann mir nichts mehr passieren. Ja. Okay. Geh hier weiter. Hier war ja die Jungfrau. Komm ich da hin? Nee, nicht ohne weiteres. Gut, dann werde ich mal ein Seil benutzen. Ja, komm! Oh. Na gut. Okay, jetzt haben wir sie wenigstens. Hier unten ist eine Truhe, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt hinkomme. Gehen wir mal weiter. Okay, wie ihr seht, ich habe hier eine Jungfrau. Hier ist eine Falle. Ha, okay. Auch Jungfrauen sind gut als Wurfgeschosse. So, gehen wir mal weiter. So, wozu sie auch noch gut sind, sind... Oh, okay. Eigentlich wollte ich sie jetzt hier runterschmeißen, um zu gucken, wie tief es ist, aber ich kann zum Glück weit genug runter gucken, um zu sehen, dass mir hier nichts passieren wird. Wieder eine Falle. Wieder eine Jungfrau, die sie ausgelöst hat. Und das erste Level ist geschafft. Jetzt kriege ich meinen Kuss und weiter geht's. Durch den Kuss habe ich jetzt übrigens wieder einen Lebenspunkt bekommen. Allerdings habe ich diesen Lebenspunkt dadurch verloren, dass ich diese Jungfrau gerettet habe. Also von daher... Immerhin bin ich jetzt ein toller Held. So, gehen wir mal weiter. Okay. Hier ist übrigens ein Shopkeeper, zu dem ich jetzt gerade nicht hinkomme. Aber ich zeige euch mal was anderes. Das hier ist nämlich ein Opferaltar. Und da ich jetzt gerade keine Jungfrau zur Hand habe, opfere ich mal eine Bombe. Und Spinnen. Okay, ich laufe lieber weg. Ich wusste nicht, dass die mich so weit verfolgen. Ja, ist ja mal gut hier. Ja. Okay. Okay. Packe ich die Bombe hier hin. Und ab zum Ausgang. Level geschafft. Und schon 12.000 Gold eingesammelt. Ja, das ist nicht schlecht. Allerdings, ich werde sowieso sterben und das Geld wird wieder weg sein, weil... ja. Das Spiel ist einfach zu schwer. Also, nicht schwer, aber es ist... Naja, ihr seht es ja. Weiter geht's. Ja. Ja, zwei Lebenspunkte weg. Ich habe nur noch einen.
weil ich nicht aufgepasst habe. So. So. Ja, da oben komme ich jetzt nicht hin. Würde ich euch gerne zeigen, aber geht leider nicht. Verdammt. Okay. Lösen wir erstmal die Falle hier aus. Nehmen den Schlüssel, schließen die Truhe auf. Eye of the Awakened? Keine Ahnung. Irgendein Item, ich habe keine Ahnung, was es bringt. Ja, und das passiert, wenn man einfach zu tief stürzt und nicht vor darauf achtet, was unter einem ist. Ja. Wieder gestorben. Jetzt zeige ich euch einmal den Shortcut Man. So, den haben wir hier. Ich habe nämlich schon die Shortcuts zu Level 5 und Level 9 freigeschaltet. So, das hier ist Level 5. Hier haben wir auch gleich einen Shopkeeper. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich den Shopkeeper angreife. Er schießt. Und das war's dann auch schon wieder. Also, das solltet ihr nicht tun. Ihr solltet es eventuell tun, wenn ihr eine gute Strategie dazu habt, wie ihr diesen Shopkeeper töten könnt. Oh, das ist ja wieder. Es soll gute Strategien dafür geben. Das wäre jetzt wahrscheinlich, ja, eine gewesen, wenn er mich nicht vorher abgeballert hätte. Gut, noch einmal. Wie ihr seht, sind wir hier in der Dschungelwelt. Da unten ist wieder ein neuer Gegner. Und ein Stein. Und eine Truhe. So. Ja. 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 Ah, ich liebe diese Steine. Ja, die fleischfressende Pflanze hat hier gerade den Neandertaler gefressen. So kann's auch laufen. Ja. Ja, Äffchen tot. Alle tot. Nur ich nicht. Hier ist ein Piranha. Ha! Und weiter. Das hier ist eine ganz fiese Falle. Wie ihr seht, kommen da Stacheln raus. Stein mitnehmen. Sicher, sicher. Ich lern's auch nicht mehr, ne? Ja. Runtergefallen, von Gegnern getroffen. Gestorben. Mal wieder. Ja, dann zeige ich euch noch einmal hier das Level 9. Das wieder mal ein völlig neues Szenario ist. Stein. Ja, Yetis. In einer Eishöhle. Sprungfallen. Sind wir jetzt auch neu. Aliens, dessen Raumschiffe explodieren. Also, vielfältig sind die Todesarten hier. Ja. Ja, da ist ein tiefer Abgrund. Ich bin mal wieder Game Over. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick ins Spelunky zeigen. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat und lest den User-Artikel durch, spielt das Spiel selber, es ist kostenlos. Und naja, ihr werdet sehen, warum ich so häufig sterbe. Ich wünsche euch einen schönen Tag.